Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu den Ranked-Kämpfen im Doppelkampfformat. Wir treten heute an mit diesem Team. Da haben wir ja fast nochmal dasselbe Team. Zumindest Kurelei und Slembrim. Wir haben eine Riolu tatsächlich mit am Start. Das ist sehr cool, aber auch gefährlich. Monte Carbo, Lapras und Tentante. Okay. Gegen Tentante brauchen wir auf jeden Fall Fiyaro oder Machomai. Machomai sieht generell in diesem Matchup ziemlich gut aus. Jetzt mal abgesehen vielleicht von Slembrim und Kurelei. Will der in den Bizarro-Raum? Ich glaube, der weiß ich nicht, ob der in Bizarro-Raum will. Der sieht für mich nicht unbedingt nach Bizarro-Raum aus. Fiyaro würde ich, glaube ich, gerne in der Hinterhand haben, um Riolu finishen zu können, notfalls. Wobei wir eh super viele Prios haben. Slembrim macht mir so ein bisschen Sorgen. Was könnte der Lead sein? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich glaube, Machomai will ich auf jeden Fall als Lead haben. Und dann möchte ich, glaube ich, den Rest auch gut pressuren können. Und das kann ich am ehesten mit... Mit wem? Glaube ich, würde, glaube ich, schon Olangar gerne haben. Oder würde ich mit Inteleon? Olangar, Fiyaro. Porygon. Ich habe eigentlich Bock, Inteleon mal wieder zu nehmen, aber Inteleon sieht auch gar nicht so scheiße aus in diesem Match. Aber dann gibt es da so Lapras und Lapras macht mir ein bisschen Sorgen, weil Inteleon dagegen so gar nichts machen kann. Hallo, Lucky Litzy, was geht? Wann kommen mal wieder Community-Kämpfe? Mal schauen, mal schauen. Momentan bin ich eher so im Rank-Business. Habe ich mehr Bock darauf. Aber bestimmt irgendwann wieder. Okay, wir haben Slembrim und Kurelei. Das ist ein bisschen ungünstig, aber es ist okay. Es ist in Ordnung, weil wir jetzt Lichtschild rausholen werden mit Olangar. Und wir gehen hier, denke ich, direkt Dynamax, Deiner, Stahlzacken. Bam. Und hier Lichtschild. Oder Trick? Könnte sogar tricken. Glaube ich, tricke sogar gegen Slembrim. Glaube, das mache ich sogar, weil der könnte am ehesten Dynamaxen jetzt. Und wir sollten mit Machomai auf jeden Fall schneller sein. Ha. Er spielt Safe Trick Room. Alles langsam plus 2 Monster Prios arbeiten. Mit Prios arbeiten. Ich bin gespannt, was Kugelei jetzt macht. Ich weiß gar nicht, was Kugelei so kann. Außer Diebeskuss und Aromakur und sowas. So supportend quasi. Er Dynamaxed. Okay. Oder sie. Ich wusste gar nicht, dass es so ein Kleid gibt. Crazy. Jetzt kommt es nur darauf an, dass Kugelei nicht irgendwie Spotlight oder so kann. Aber ich glaube nicht. Und wenn ja, dann tricken wir das jetzt da drauf und kriegen guten Damage drauf. Und Dynamax ist vorbei. Das wäre insane. Das wäre super insane. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, Trick kommt durch. Und funktioniert auch. Gut, Fluchtknopf da drauf. Leben auf Olangar. Das ist fein. Deiner Stahlzacken. Bam. Und weg mit Slembrim. Damage kommt auch oben drauf. Sehr nice. Okay. Krass, dass diese Fluchtknopf-Strategie heute so gut funktioniert. In den letzten, oder so oft funktioniert. In den letzten Games gar nicht. Aber jetzt in 3 von 3 Matches. Fühle ich. Fühle ich. So. Hab ein Bizarro-Raum-Team mit Schildlos Golgantis, mit Pferdestärke, Poltergeist, Wuchtschlag und Steinkante mit Walwand. Jo, fühle ich. Fühle ich. Weil der auch im Fliegen und so trifft, ne? Phantomkraft und Fliegen und so. Nice. Okay. Trick Room kann Kurelei. Dann könnte der eventuell für Trick Room gehen. Was aber, denke ich, okay wäre. Da kommt Lapras rein. Ja, Lapras sehe ich. Okay. Der holt den Trick raus. Das ist aber in Ordnung für mich. Vor allem, weil Lapras jetzt drin ist. Der kann nicht mehr Dynamaxen. Das heißt, wir gehen jetzt auf einen Kampfmove. Klar, da kann Slembrim jetzt reinkommen, aber ich kriege halt trotzdem Crit. Dadurch. Und wir gehen hier für Lichtschild. Oder will ich Lapras predikten? Was hat der? Kurelei, Slembrim, Riolu, Monte Carbo, Lapras, Tentantel. Boah, will der mich vielleicht auf den Kampfmove locken und dann kommt Slembrim rein? Aber ist das ein Problem? Ist es ein Problem, wenn das jetzt reinkommt?
Ich glaube, ich gehe sogar eher, ist auch klüger, auf Kurelei. Und hole hier Lichtschild raus. Yes. Weil Kurelei kann sonst den Gegner auch eigentlich, also den Partner immer wieder hochheilen. Und Lapras geht hier für Protect. Okay, nice. Sehr gut. Kurelei geht für Gigasauger. Ja, das ist in Ordnung. Besser als Diebeskuss. Absolut besser als Diebeskuss. So, dann kommt jetzt Lichtschild raus. Das heißt, wir sind jetzt auch gegen die speziellen Angriffe von Zilembrim, Lapras und Dings. Nice dabei. Und Dankeschön, Frego! Dieser Stahlangriff ist für dich, auch wenn er durch eine Barbierebeere geschwächt wird. Let's go! Trotzdem netter Schaden, sage ich, oder? Trotzdem netter Schaden. Okay. So, wir haben noch eine Dynamax-Runde. Jetzt ist die Frage, greifen wir damit Kugelei an? Am sinnvollsten wäre es... Am sinnvollsten wäre es... Aber das Problem ist, dass ich mir jetzt hier... Ja, aber in was will er rausgehen? Maximal Tentakel. Könnte jetzt auch für den Giga-Fokus-Schlag gehen. Er könnte sich auch heilen. Ja, aber... Nee, ich glaube, ich gehe einfach straight für Dings. Und hier würde ich ganz gerne rauswechseln. Die Frage ist nur, auf wen? Auf Porygon? Muss eigentlich ein bisschen mehr pressuren. Jetzt. Könnte auch auf... Tricken? Will ich irgendwas tricken vielleicht? Ich tricke, glaube ich. Nee, ich will eigentlich kein Damage-Boostendes Item geben. Ich gehe raus auf Porygon, ja. Ich weiß nicht, ob das so der Play ist gerade, weil Porygon fit behalten wäre auch ganz nett, aber mit Lichtschild draußen sollte der eigentlich alles tanken. Oh! Kampf wurde aufgegeben. Na gut. Schade. Hätte ich gerne gesehen, wie es weitergegangen wäre. Aber den Sieg nehme ich. Muss ja, ne? Muss ja. Okay. Wir spielen gegen Mutiti. Und Mutiti hat einen Waschakwil. Oh, das ist das erste Mal, dass wir auf Waschakwil treffen. Für den ist Eisplitter mit dabei, by the way. Unter anderem. Auf Inteleon. Dann haben wir Rotom Wash. Alter, den habe ich ja schon gar nicht mehr gesehen. Trikefalo, Arcani. Trikefalo, Arcani und Fermicula. Mhm. Na gut. So. Ich denke, Inteleon ist dieses Mal relativ safe. Will ich Inteleon und Machomai als Lead haben? Ich weiß nicht. Inteleon kann halt Huzasan nicht umboxen. Und Machomai dann in Kombination auch nicht unbedingt. Ich weiß nicht, vielleicht will ich mir Inteleon und Machomai für hinten aufheben. Und Leader einfach mit... Yaro und Porygon? Brauche ich Machomai überhaupt so sehr? Ich glaube... Machomai. Ist grundsätzlich schon nett. Und ich sehe Primarine und Olangar jetzt nicht so sehr. Ja, nehmen wir das mal mit. Nehmen wir das mal mit. Schauen wir mal. Was da jetzt kommen könnte. Also wenn... Ich habe Angst sehr vor Huzasa Waschakwil, weil das wird ein bisschen gefährlich. Ein bisschen sehr gefährlich. Arcani und Rotom. Okay, mit dem Lied habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Das ist aber grundsätzlich okay für mich. Denke schon. So, der Angriff ist halt gedroppt eine Runde. Ja. Ist das fein? So, und Arcani kann natürlich sehr gefährlich werden grundsätzlich. Ich glaube, ich gehe aber mal raus. Machomai? Warte mal, wen haben wir jetzt hier? Bruder, was? Oh Gott, ich muss irgendwas machen. Akteko, spinnst du? Dankeschön für 20 Sub-Bomben. Alter, was mache ich denn jetzt? Keine Ahnung, Alter. Ich gehe jetzt einfach im... Ich gehe für ein Protect. Ich gehe für ein Protect und... Oh Gott. Gehe hier auf Dynamax, deiner Angriff auf Arcani. Alter, spinnst du? Akteko, Alter, vielen, vielen Dank, Mann, für 20 Subbomben. Ey, du kommst jedes Mal... Jetzt spucke ich mich schon an hier vor lauter Panik. Du kommst jedes Mal so aus dem Nichts. Lasst mal ganz, 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 ganz viel Liebe da. Ihr alle, 20 Leute von euch können jetzt WhatsApp-Ferzen reinballern.
Junge, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und viel Spaß, Leute, mit den Emotes. Lasst ganz, ganz viel Liebe da. So, wir haben auf jeden Fall gesehen Dynamax Porygon gegen Dynamax Arcani, maybe, würde ich jetzt sagen. Rotom. Super weird, super weird. Eieieiei. Alter, Arcteco. Bruder, bitte chillen Sie. So, wir gehen hier erstmal für Protect. Hoffentlich geht Rotom... Boah, weiß ich gar nicht, ob ich will, ob das Rotom auf uns geht, weil das tut halt trotzdem weh. Standpauke. Ja, sehe ich, sehe ich. Hatte ich sogar auf dem Plan, aber irgendwie bei Rotom. Warum auch immer. Minus 1 Angriff fühle ich nur bedingt. Bin ich ehrlich, bin ich ehrlich. Deiner Angriff könnte Arcani trotzdem umboxen. Och, come on, Bruder. Come on. Aber wir können auf jeden Fall nochmal nachsetzen. Das ist in Ordnung. Aber minus 1 Angriff fühle ich jetzt echt nicht so. Eieieiei. Deiner Flut auf Porygon. Na, okay. Na, okay. Na, okay. So, was will ich denn jetzt machen? Das ist jetzt so die Frage. Ich habe Inteleon in der Hinterhand. Galala Shocking. Ja, habe ich auch gerade dran gedacht. Der wäre jetzt nice, um den Angriff wieder zu resetten. Will ich Fiyaro jetzt hier potenziell sterben lassen? Weil dann könnte ich Arcani mit dem nämlich rausnehmen. Und könnte mit Porygon nochmal einen Hyperstrahl auf Rotom rauskriegen. Ja, weil Regen ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich glaube, ich mache das sogar. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich Fiyaro nicht noch gebrauchen kann. So, und deiner Angriff auf Rotom, ja. Ist halt nervig mit der Standpauke, aber jetzt sind wir auf jeden Fall schneller. Protected hier noch irgendwer? Nope. Das heißt, Arcani geht down, wir kriegen ein bisschen Chip auf Rotom und er kann halt einen von uns rausnehmen. Ich weiß gar nicht, was mir am liebsten wäre. So, ein Crit wäre doch jetzt mal nice, oder? Ah, immerhin 50%. 50% ist absolut fein. Holy shit, wie gut Arcani dann den Angriff getankt hat, ne? Ach komm, als ob du eine Citrobeere spielst. Naja, aber auf Dynamax nicht so wild. Nicht so wild, außer dass wir den jetzt nicht killen können. Aber vielleicht nimmt er eh unser Porygon raus. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Okay, das ist in Ordnung. Das ist okay. Jetzt ist halt nur die Frage, mit welchem Mon kriegen wir das gegnerische Rotom jetzt am easiesten rausgenommen? Inteleon nicht. Das heißt, wir gehen wahrscheinlich in Machomai. Der müsste outspeeden. Boah. Das ist schon echt schwierig jetzt. Kann ein Nahkampf da killen ohne Heiß Orb? Ich weiß es nicht. Arcteco, wir reden übrigens gleich nach dem Kampf nochmal, ja? Ja, muss ja. Muss ja. Immun. Oh Gott, Immun ist. Ja. Den fühle ich jetzt echt nur bedingt. Den fühle ich jetzt echt nur bedingt. Ja, ich denke, ich muss für Sturzflug gehen. Auf. Oder könnte ich Double. Mal protecten. Ich weiß nicht, inwiefern sich ein Protect auf Fiyaro lohnt. Ich glaube nicht so sehr. Bin ich mir nicht sicher. Aber ich glaube, der kriegt halt im Regen von einer Wasserattacke immer noch viel zu viel Damage. So, Wutpulver kommt, genau. Das war jetzt anzunehmen. Stark wäre gewesen, wenn er da Protected hätte, weil ich den sowieso gefokust hätte jetzt. Hackattack, Sturzflug. Come on. Ich glaube, ein One-Shot wird's nicht. Ach Gott, Alter, das ist alles so knapp überlebt. Das ist so bitter gerade. Bitte greif Machomai an. Bitte Machomai. Bitte Machomai. Bitte Machomai. Ja. Okay, das müssen wir ganz gut wegstecken. Ja, super gut. Super gut. Okay, das ist sehr, sehr wichtig. Denn jetzt kann Fiyaro nämlich Hutsasa rausnehmen und Machomai kann Rotom rausnehmen. Das sollte jetzt ziemlich safe funktionieren. Besonders, weil wir den Heißop noch triggern lassen haben. Wir gehen für Sturzflug hier. Wir gehen für Nahkampf. Hier, let's go. Das müsste eigentlich klappen. Und dann haben wir noch drei Mons in der Hinterhand. Das müsste hinhauen. Okay, Rotom protected, das ist okay. Der ist eh auf Minus-Init. Das, sag ich mal, ist fair.
Okay, und wir haben jetzt noch den Rückenwind, ne, den wir potenziell mit Fiaro rausholen können. Also nicht Prio. Prio haben wir da nicht mehr drauf, aber Fiaro ist halt auch so schnell. So, Nahkampf wird abgefangen. Wenn jetzt Fermikula kommt, ist halt die Frage, was ich da machen will. Kann Fermikula mich und Fermikula Machu mal jetzt rausnehmen? Maybe. Tricefalo könnte er noch haben. Tricefalo hat er auch. Ja, bin ich ganz ehrlich. Ich sag, Tricefalo ist auf jeden Fall handelbarer für unser Team als Inteleon. Brauche ich den Rückenwind? Der Rückenwind wäre nice. Ja, ich denke... Wobei, warte mal. Wenn ich jetzt... Doch, ich denke, ich kann mit Sturzflug auf Tricefalo gehen. Weil ich mit Machu Mai Rotom rausnehme. Wenn nicht, wäre das Lost. Nehme ich Rotom raus? Ich bin mir da nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich weiß auch gar nicht so genau. Nee, ich hätte, glaube ich, Rückenwind machen müssen, weil jetzt ist Tricefalo natürlich schneller. Ha, Gott im Himmel. Schneller als unser Machu Mai und hätte da ordentlich Damage raufhauen können. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so der Best Play von mir war. Aber wenn Rotom stirbt, dann ging es auf jeden Fall auf. Eieieiei. Holy shit. Das war wichtig. Das war wichtig. Damit sollte es jetzt over sein. Weil jetzt kann ich Rückenwind mit Fiaro rausholen und dann, wir wissen, dass der nicht Walschall ist, das Tricefalo. Demzufolge kann Machu Mai sich dann auch noch den dritten Kill holen, glaube ich. Rückenwind, let's go. Und Machu Mai Nahkampf auf Tricefalo. Er kann jetzt noch maximalen Fokus gut haben, aber das bringt ihm eigentlich auch nichts. Oh Gott. Ja. Also mein Gedanke war halt, ne, ich kann ja mit Fiaro Tricefalo schon mal andamagen, damit Inteleon mit dem Eisstrahl auf jeden Fall einen Kill holen kann, weil Inteleon ist halt schneller. Und Machu Mai ist schneller als Rotom und kann den rausnehmen, was ja auch funktioniert hat. Aber Tricefalo wäre schneller als Machu Mai gewesen. Und wenn der da jetzt nochmal einen richtig crazy Draco raufgefeuert hätte, hätte Machu Mai sterben können. Rotom hätte Fiaro rausnehmen können und plötzlich hätte Inteleon gegen zwei Mons kämpfen müssen. Das war risky und daher nicht ganz optimal. Ich hätte, glaube ich, Rückenwind setupen müssen und mit Machu Mai auf Rotom gehen, weil wenn eins von beiden stirbt, dann killen die anderen beiden zusammen im Rückenwind Tricefalo auch noch auf jeden Fall. Das wäre, denke ich, der sicherere Play gewesen. Aber wir gewinnen, Gott sei Dank. Okay, was haben wir hier Schönes? Fiaro, Porygon Z, das kommt mir bekannt vor. Amphira, Gengar, Pipi und Electragon. Boah, Electragon haben wir echt schon lange nicht mehr gesehen. Obwohl der echt auch nicht schlecht ist. Electragon, Porygon, Z, Pipi, Fiaro, Gengar, Amphira. Das sieht nach einem... Also Gengar, Amphira weiß ich noch nicht genau, was die machen wollen. Vor denen habe ich jetzt noch nicht so Angst, aber vor den anderen Vieren extrem. Das ist so das Ding. Weil er könnte jetzt mit Pipi leaden und Electragon Dynamax. So, können wir nichts gegen machen. Können wir gar nichts gegen machen. Können höchstens mit Olangar dann irgendwie Screens rauskriegen. Aber das war's dann auch schon. Und dann ist dieses Electragon echt gefährlich und das kann auch noch Rückenwind abbekommen und so. Scary. Sehr, sehr scary. Ich denke, wir werden Primarin. Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich leade mit Olangar und irgendwas, was Pipi unter Druck setzen kann. Porygon maybe. Porygon sehe ich tatsächlich sogar in der Rolle. Primarin maybe noch. Und dann irgendwas, was auf unserer Seite den Rückenwind rausholen kann, damit wir dieses Electragon rausnehmen. Und dann... Primarin war ein Missplay. Primarin war ein Misspick. Weil Primarin im Rückenwind kein Electragon im Rückenwind outspeedet, weil Primarin generell Electragon nicht outspeedet. Da hätte ich Inteleon mitnehmen müssen. Es könnte ein Misspick sein. Es könnte ein Misspick sein. Kalten Kaffee hatte ich heute auch schon. Darauf nochmal ein Schlückchen. Ja, Draco sollte ein Pipi, genau der Lead, den ich erwartet habe. Und Pipi wird jetzt spotlighten und Draco Sold geht in die Mega. In die Giga. Ja, ich denke, ich hole erstmal den Reflektor raus, damit Porygon den Hit überleben kann. Porygon geht in die Dynamax und ballert Pipi auf den Mond. So, das ist der Plan jetzt. That's the plan. That's the plan. Ich hätte natürlich auch Electragon fokussen können, falls Pipi jetzt nichts macht, aber ich denke, das ist
Das ist okay, wenn wir Pipi hier umboxen. Ich hätte auch... ich wollte eigentlich nicht den Reflektor rausholen. Ich wollte eigentlich das Item tricken, damit Porygon den auf jeden Fall besiegen kann. Und falls nicht, also weil wir den Evolit halt entfernen, ne? Das wäre halt nett gewesen. Aber wir droppen zumindest die Init von Lekragon. Das ist wichtig für Primarien nachher mit Rückenwind. Das könnte wichtig für Primarien mit Rückenwind sein. Oder auch generell für Porygon, ne? Muss man jetzt mal schauen, wie das ausgeht. Ja, vielleicht war Reflektor nicht unbedingt ein Missplay. Wir werden sehen. Aber ich muss jetzt fokussiert bleiben. Noch mehr Fehler darf ich nicht machen. Ja, da kommt Spotlight, das ist klar. Ich glaube fast, dass ein Angriff von Porygon nicht killen wird. Was sad wäre. Weil der Evolit und so noch hat. Das wäre echt doof. Das wäre echt ziemlich doof. Aber mal sehen, wie viel deiner Angriff macht. Es ist nur ein Pipi, aber halt Pipi mit Evolit, ne? Okay, es killt. Huh! Das ist wichtig. Das ist super wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig, weil es gibt einen Init-Drop für Lekragon und Pipi ist weg. Das heißt, wir können jetzt auch Lekragon angreifen in der nächsten Runde. So, natürlich kann dann Fiaro reinkommen und erstmal... So, deiner Gewitter auf Grimmsnarl überleben wir. Sehr wichtig, aber Fluchtknopf kommt. Was gut für uns ist, weil wir jetzt Fiaro reinholen könnten und damit seinen eigenen Rückenwind countern würden. So, ist die Frage, ist das unser Play? Ich denke, ja. Oder Primarien bringt ja jetzt nicht viel. Leben ob hat er. Okay. Ja, müssen wir Fiaro reinbringen? Yes. Yes, 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 yes. Okay. Wo hat der Rückenwind? Noch hat er keinen Rückenwind. Aber der kann Rückenwind rausholen mit seinem Fiaro, was er in der Hinterhand hat. Und er holt ja jetzt auch ein Pokémon rein. Und Rückenwind hat dann Prio mit seinem Fiaro. Und dann ist Elektrogon schneller als unser Porygon. Und im Elektrofeld ballert der gut rein. Ja, seht ihr? Da kommt das Fiaro auf seiner Seite. Und deswegen würde ich jetzt gerne auch auf unserer Seite den Rückenwind rausballern und hoffen, dass Porygon jetzt hier einfach mehr Damage dealt als er. Das ist so ein bisschen der Play. Wenn das nicht der Fall ist, nimmt Lektagon irgendwas von uns wahrscheinlich raus. Womit ich, glaube ich, leben könnte. So, Rückenwind kommt von seinem Fiaro. Damit wissen wir auch sehr wahrscheinlich, dass sein schneller ist. Rückenwind kommt von unserem Fiaro und damit sind wir wieder schneller als Lektragon und haben das, denke ich, relativ gut gelesen und gecountert. Jetzt ist nur die Frage, kann deiner Angriff vielleicht sogar Lektragon killen? Ja, Leute, ja. Oh, nice. Oh, nice, oh, nice, oh, nice. Und damit eine absolute Zerstörungsrunde für uns. Sehr gut, sehr gut. Nice. Das riecht gerade sehr nach Hyperball. Ein Glück. Haben wir den Fluchtknopf auf Olangar gehabt und konnten so unser eigenes Fiaro reinbringen. Sonst hätten wir ein Problem gehabt. So, und jetzt kommt Amphira. Da weiß ich gar nicht, was der machen will, ja. Ehrlich gesagt. Ja, aber es ist mir, glaube ich, auch egal. Ich werde erstmal eine Runde protecten mit unserem Fiaro, weil es kann sein, dass er mit seinem Fiaro, wo er eben gesehen hat, er ist potenziell schneller und wir spielen ein hartes Wesen. Deswegen kann das sehr, sehr gut sein. Wird er vermutlich jetzt fokussen auf unser Fiaro, damit wir da keine Prio rausbekommen und dann könnte sein Amphira sogar schneller sein. Deswegen werde ich jetzt erstmal protecten und sein Fiaro fokussen und wir gewinnen diesen Kampf. Er gibt auf, was denke ich fein ist, weil wir noch echt viel in der Hinterhand gehabt hätten. Wir haben ja auch noch einen Reflektor draußen, das heißt Fiaro macht auch nicht sonderlich viel Schaden. Nice, das war eine super fixe Runde. Kann man mal machen.